Ey, was hast du denn da für ein T-Shirt? Das ist die abgefuckteste Band ever, ey. Oh. Scheiß Band, ey. Sag mal. Aber heute Abend Gig, ja? Ja? Sehr geil, was? Herzlich willkommen zu TV of Lost in Erfurt. Wir machen jetzt täglich eine Listening Session mit unserem neuen Album und quasi Millimeter für Millimeter noch die letzten Korrekturen dann nach der Tour vornehmen zu können, denn gut ist uns nicht gut genug. Wir machen das Ganze auf Englisch, weil das ist ein bisschen professioneller, weil wir wollen ein bisschen amerikanischer klingen und dadurch sprechen wir auch. Yeah, the bass drum sounds too mechanically. Yeah. Not mechanically. Ich mach hol mal meine Notizen und zeig dir. Okay. Yeah, you know, Chris. Copy that. It's awesome. Thanks. You were amazing in this song. I know. But there's this little thing about the bass drum. No, I'm a drummer. You mean that one hat monster? No, it's two hats actually, because I have the front and back hat. You know, it's amazing, but the bass drum has to be more mechanical in the riff part, you know, of the song. I can't talk about right now, but it's was haltet awesome. Ihr davon, wenn wir euch hier exklusiv in der TV of Lost Episode eine kleine Preview geben auf das Album? Achtung! Oh, wie hat euch das gefallen? Songwriting as a Yeah, you know. Yeah, it's amazing. Your drumming was better than your singing. But yeah, the singing was great in here. Worse than my singing. Yeah, but yeah. I didn't sing actually. So it doesn't make sense. Anyway. Ergibt Sinn. Hallo, der Markus wird uns jetzt den fundamentalen Unterschied zwischen den amerikanischen Musikern und den deutschen Musikern, aber vielleicht auch sogar zwischen den amerikanischen Menschen und den deutschen Menschen erklären. Und was ist der Unterschied? Also das Gute, also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber da wir ja Deutsche sind, müssen wir ja nicht alles awesome finden. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Ich finde, man kann auch ruhig mal was Scheiße finden. Ich finde nicht, dass es dann auch gleichzeitig scheiße ist, wirklich, aber man kann es scheiße finden. So. Und das ist unser gutes Recht. Und das finde ich auch super. Ich finde Tobias Mertens, finde ich scheiße. Was aber nicht heißt, dass er scheiße ist. Oder ist. Ich verstehe. Und wir haben 3 Stunden Delay. Im Gang. Was machst du eigentlich, wenn der Kaffee mal ausgeht? Schlafen. Direkt? Bis der Kaffee gut, ja. Also merkst du, wenn der Kaffee quasi alle ist in der Schüssel und ab dem Zeitpunkt, wo der letzte Löffel rausgeschröpft wird? Kann ich auch nur schlafen. Boah, das ist schon ein bisschen. Das ist kein Kaffee. Hallo. Das ist ganz schwerer Stock. Gerät. Guten Morgen, Erfurt. Morgen, es ist 2:10. So eine Mahlzeit. Ich soll euch was von Hamburg gestern erzählen, hat der Tobias mir in der Kamera gesagt. Nein, mache ich natürlich sehr gerne. So, Freunde. Ich bin der Truckdriver Toby. Das ist hier mein Gefährt. Die Hupe geht nicht. Das weiß ich. So, also. Als professioneller Busfahrer weiß man natürlich, dass es ein Gaspedal gibt und eine Bremse. Ja. Mhm. Man darf die am besten nicht gleichzeitig drücken. Kleiner Tipp unter Professional Bus Driver, Truck Driver, hey, ich bitte, wer es merkt, ja. Fans. Und Daniel ist scheiße, ne? Oh. Für Tobias zu arbeiten. Ja, siehst du ja. Fix sind alle ist er. Das finde ich jetzt aber nicht gerade konstruktiv. Man kann wenigstens mal sagen, was man verbessern kann und was nicht. Ja, was kann man denn verbessern? Was kann man verbessern? Ja. Sag doch mal. Den Kameramann kann man verbessern, auf jeden Fall. Der ist verbessert. Fancy Fans. So.
Das ist der Schaltknüppel, mit dem man die Dinge einlegt. Das Wichtigste ist, dass man auch ein ordentliches Paar Schlappen hat, mit dem man richtig sicher durch den Verkehr kommt. Nasa, wie war deine Darmspülung heute? Hä? Wie war deine Darmspülung heute? Mein what? Ja? Ja, gut. Ja, it was great. Hey, hey. Ja. Was gibt's noch Erwähnenswertes? Hier ist, also es ist eine riesen Glasscheibe. Hier ist mein Rektal. Check. Falls ich mal merke, dass es mir nicht so gut geht, kann ich gleich checken, was intern bei mir so schief läuft. Ich hoffe, ihr seid genauso geil heute wie Hamburg gestern. Hamburg, das war ein übergeiler Auftakt. Hat echt Spaß gemacht. Es war minimal heiß. Ich habe 2-3 Schweißtröpfchen, Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Aber es war schön. Ein wunderschönes Heimspiel, ein wunderschöner Auftakt. Und eine wunderschöne Sauna mit vielen, vielen Leuten um Erfurt. Jetzt wird's geil. Keine Ahnung, ich glaube, ihr seid wohl imstande, das zu tun. Viel Spaß. Wofür steht deiner Meinung nach die Abkürzung Megatour? Wuschi, Ejakulation, Genitalien, Analsextour 2016. Male Erections Granted Appropriately. Tour, 2016. Das werde ich mir überlegen. Eigenen geilen Eingeweide. Megatour. Ja. Nein! Eingeweide. Mein eigenes geiles Arschloch. Tour. Ich denke die ganze Zeit was Englisches nach. Deswegen. Ach so, ja, das ist natürlich schwierig, weil du kannst ja kein Englisch. Nee, das weiß ich ja. Spanisch vielleicht. Ja, das ist noch besser, ja klar. Monströse, extra große Ärsche. Ja. Auf jeden Fall kann man sich jetzt nicht beschweren, dass die Episode zu kurz wird. Ich wollte gerade sagen. Hier Nummer 2. Ist noch was frei? Ja.
Ja, danke. Ja, ja.